Ja, herzlich willkommen zu einer Folge Fischkopf TV. Hier ist euer Fischkopf und wir spielen mal wieder ein bisschen Hearthstone. Und zwar spielen wir wieder das Drachenschamanen-Deck, was ich in der letzten Folge schon gezeigt habe, weil ich habe Spaß daran gehabt. Und ja, ich glaube, die ersten beiden Gegner waren jetzt nicht unbedingt sehr stark. Kann natürlich auch sein, dass ich mich irre oder dass wir einfach nur sehr viel Glück hatten. Ich möchte auf jeden Fall mal gucken, ob wir mit diesem Deck auch ein bisschen weiter ranken können. Das fände ich sehr, sehr interessant. Ich werde es vielleicht auch nochmal zwischen Aufnahmen selber spielen, um so ein bisschen im Rang aufzusteigen, damit wir sehen können, ah ja, ist das vielleicht auch in höheren Rängen eine machbare Sache oder ist das jetzt einfach nur Quatsch gewesen, der da wirklich zufällig auf uns niedergeprasselt ist. No? Es ist eine Überlegung wert, es ist ein Versuch wert. Und das machen wir jetzt auch die nächsten Folgen lang. Also, wenn da jetzt nicht irgendwie was anderes mich überrascht, worauf ich sehr, sehr viel Lust habe hier Hearthstone-mäßig, dann werden wir dieses Deck erstmal eine Weile spielen. Ich hoffe, das ist okay für euch. Und ich packe mal diese Sachen hier weg. Wir behalten den Feral Spirationsies und machen hoffentlich gleich mal Sachen. Healing Wave. Es ist... Mal gucken, was das für ein Hunter ist. Mal gucken, was das für ein Hunter ist. Es kann natürlich sein, dass es ein Face-Hunter ist, was sehr gut passieren kann, denn ihr wisst ja, jeder Hunter, den ich sehe, ist ein Face-Hunter. Nein, also mittlerweile habe ich auch sehr viele Hybrid-Hunter gesehen. Also Midrange-Zeug. Kann man alles machen. Wir könnten jetzt den Frosch hier weghauen, um ihm das Tempo zu klauen. Allerdings machen wir das nicht, weil das wäre dumm. Wir hauen jetzt einfach mal das Ding raus. Wenn er ein Face-Hunter ist, wird er auf jeden Fall mit diesem Frosch erstmal in unser Gesicht gehen. Weil da in dem Fall halt Face the Place ist. Was ich gut finde, ist, dass wir halt Feral Spirit auf der Hand haben. Follow-up im nächsten Zug ist entweder auf was Großes hier crackeln. Oh, den könnte man zum Beispiel crackeln. Das ist eine Sache, die kann man schon mal crackeln, Leute. Und er geht nicht Face. also erstmal aber ganz klassisch. Erstmal ganz klassisch hier den Feral Spirit. Danach können wir halt Totem spielen und oder Crackle. Weil jetzt natürlich Crackle ungünstig wäre auf den, wenn er nur noch ein Leben hat, falls er hier reinrennen sollte. Aus irgendwelchen Gründen. Oh. Okay, Frosch bitte. Ja, Face, danke. Woo! Das wäre jetzt ganz schön kage gewesen, wenn das hier reingegangen wäre. Oh, da haut er einen Kill-Command raus. Es ist, ich meine, ich glaube, es sieht für uns gar nicht mal so schlecht aus. Das kann man hier mal sagen. Den crackeln wir jetzt weg. Das ist nicht optimal. Aber man kann es machen. Wir haben ja gleich vier Mana, ne? Shit. Okay, es ist nicht on curve, aber trotzdem ist der Blackwing Technician gar nicht mal so scheiße. Oder habe ich mich vertan? Wir hätten jetzt vier. Dann haben wir nächste Runde, hätten wir fünf und davon geht einer weg. Es sind vier, ja. Ich habe das sehr, sehr richtig gesehen. Ja, es gibt keinen Zweifel daran, dass ich alles genau richtig berechnet habe. Übrigens, danke nochmal für die vielen netten Kommentare unter dem letzten Video. Das fand ich schön. Also, ihr habt ja ganz viele von euch haben geschrieben, ey, ich will hier keinen Profi sehen, der hier profimäßig spielt. Ich will halt dich sehen, wie du abkackst. Und das fand ich schön. Also ich denke mal, ihr versteht, was ich meine, wenn ich sage, dass es halt schon auch so eine Sache ist, ne? Wenn man halt immer mal wieder dann von tatsächlich guten Spielern liest, Alter, das ist einfach völliger Quatsch, den du da machst. Warum man sich damit auch beschäftigt und warum man auch denkt, naja, klar, die haben ja auch irgendwo recht, die Leute, wenn sie sagen, ey, du kannst das Spiel eigentlich gar nicht. Aber freut mich, dass es Leute da draußen gibt, die das, die das hier trotzdem sehen wollen. Deswegen wird es auch wieder ein bisschen Hearthstone geben, Leute. Deswegen ignorieren wir auch einfach mal die ganzen Leute, die uns da jetzt anschreien. Und machen hier Just for the Lols. Verstehst du? Just for the Lols. Und in dem Rahmen, in dem es mir möglich ist, hier irgendwie gute Sachen zu machen. Und der Rahmen ist nicht besonders groß. Aber ich denke mal, er ist groß genug. So, erstmal hier die... Das ist jetzt wahrscheinlich eine... Oh, eine Freezing. Eine Freezing. Das ärgert mich jetzt ein bisschen. Andererseits, was ist das denn hier eigentlich? Wie gehen wir denn jetzt am besten on curve vor? Ich habe eine Idee. Nächste Runde hätten wir 6 Mana. Können wir den spielen, weil wir sind wir hatten 5 Mana. Dann spielen wir den hier halt. Es ist so gut. Oder den Azure Drake. Obwohl, dann haben wir keinen Drachen um den. Ich finde, das ist eine gute Kombination. Erstmal ein bisschen heilen. Ach nee, warte. Oh,
Ah, shit. 7 heilen wollen wir ja gar nicht. Wir wollen ja uns viel mehr heilen. Ah, spielen wir jetzt trotzdem? Ich meine, 7 sind ja sicher dann. Ach, come on. Wir machen es so. Wir machen es so. Jetzt können wir auch nächste Runde vielleicht für 4 Damage diesen Zauber hier raushauen, was eine ganz gute Sache wäre, wenn wir dann ein Ziel kriegen, wo wir das reintun können. Okay. Seht ihr, was ich meine? Wir können noch nicht sagen, ob dieses Deck gut ist. Wir können es noch nicht sagen. Vielleicht können es manche von euch sagen. Vielleicht können es manche Mütter von euch sagen. Vielleicht können wir einen Busfahrer fragen. Ich kann es noch nicht sagen. Mir ist letztens was Lustiges passiert. Ich lief so die Straße entlang. Lalala, und da liefen sehr, sehr, sehr junge Menschen vor mir. Also die waren sehr, sehr jung. Ich vermute, die waren gerade so in der Grundschule. Gerade so. Und die haben über Spiele-Lobbys geredet. Und dass die da irgendwie ewig gewartet haben, bis die Lobby voll geworden ist und blablabla. Und das hat mich ein bisschen gewundert. Ich meine, ich weiß natürlich, ich war ja auch in der Grundschule schon sehr aktiv, was Computerspiele angeht. Aber es hat mich doch, also aus der Perspektive hat es mich doch ein bisschen verwirrt. Dass so junge Menschen schon so, ich sag mal, elaboriert über die Sache sprechen können, die sie da besprochen haben. Also die haben da tatsächlich darüber gesprochen, hier Community und das Spiel ist tot mit hier und die Lobby wird nicht voll und so. Ich habe jetzt nicht das Spiel gehört, aber ich meine, wisst ihr doch, COD damals, Ghosts, was einfach keine Sau mehr gespielt hat. Solche Sachen passieren immer wieder, auch in den besten Haushalten. Ne? So. Ich weiß jetzt auch nicht, was die Essenz dieser Geschichte war. Wahrscheinlich, oh cool. Coole junge Menschen beschäftigen sich auch schon mit Computerspielen. Greetings. So, wollen wir den Feral Spirit raushauen? Dann würden wir uns aber overloaden. Ich würde auch gerne den Blackwing Technician coinen. Dann hätten wir aber keinen Coin mehr für den Toya Guardian, der auch sehr gut wäre. Komm, wir machen das so. Wir overloaden uns also nicht. Könnten theoretisch den zweiten Blackwing Technician raushauen. Oder aber auch die Feral Spirits. Den Feral Spirit. Der Feral Terrell. Der Will Ferrell. Oh, da fällt mir ein, ich war letztens, wo ich das hier sehe, ne? Ich war letztens im Naturkundemuseum. Oh, sowas habe ich mir gedacht. Und im Naturkundemuseum habe ich den besterhaltensten T-Rex gesehen, also das Skelett eines T-Rex. Ich glaube weltweit, also Europa auf jeden Fall, ich glaube sogar weltweit. Der heißt Tristan Otto und das war krass. So, er hat jetzt hier leicht starke Karten. Ich würde jetzt tatsächlich ein Feral Spirit spielen. Damit er auch mehr oder weniger gezwungen ist, den Technician auf jeden Fall mit seiner Heldenkraft zu töten, wenn er ihn töten will. Was ihm natürlich auch dann 2 Mana wegnehmen würde. So, jetzt gucken wir mal. Oh, ja, okay, er hat es noch über. Ist das jetzt ein Mirror Entity? Das würde mich ärgern. Oh, er greift nicht an. Er greift echt nicht an, ne? Was ist denn das hier? Dann hauen wir mal seine Kollegen hier weg und holen ihm dazu und halten erstmal die Schnauze und gucken unauffällig. Übrigens habe ich das hier nicht kaputt gemacht, das war schon so. Und der T-Rex, der ist sehr groß. Und es war ein bisschen aufregend, diesen T-Rex zu sehen. Das ist wohl irgendwie sehr, sehr viele Knochen erhalten gewesen von diesem T-Rex. Und der hat lustige Ärmchen. Der hat lustige, viel zu kleine Ärmchen, mit denen man gar nichts machen kann. Also mit dem kannst du auch, die kannst du auch keine Bierflasche aufmachen. Oder so. Geht nicht. So, hier wird das auch weggehauen. Ich nehme mal an, der Kollege hat jetzt hier ein Mirror Entity draußen. Was mir quasi die Lust machen würde, das hier zu spielen. Yes. Yes. Und um ihm dann auch noch das Tempo rauszunehmen, würde ich sagen, crackeln wir den Shit. Und ziehen noch 2 Karten.
Okay, das war eventuell nicht so schlau. Weil er den jetzt natürlich wegkriegen kann. Ja, da kommt's schon. Aber hey, wie gesagt, wir holen... Was heißt wie gesagt? Okay, ich hab's in vielen Videos schon mal gesagt. Wir entlocken ihm schon mal die Karten, die ihm später irgendwie was bringen könnten. Er hat jetzt auch nur noch eine auf der Hand. Das wird ihm jetzt nicht mehr viel bringen. Das ist kein Mirror Entity, oder? Er hatte vorher Mirror Entity und danach hat er keins gespielt. Sehr gut. Sehr, sehr, sehr angenehm. Wir spielen den Technician. Haben gleich 7 Mana, könnten theoretisch den Twilight Guardian und die Ferris Spirit spielen. Was sie aber vielleicht nicht machen sollten, wegen einem eventuellen Flamestrike, den ich jetzt hier noch mehr erwarte. Welche Karte hat er jetzt gespielt? Habe ich nicht aufgepasst. War das die, die er schon in der Hand hatte? Oder eine neue? Oh, shit, bro. Okay, was machen wir jetzt? Was genau machen wir jetzt? Lalalala. Was ist das hier für ein Geheimnis? Ich teste das mal hier. Oh ja. Ice Barrier? Ice Barrier? What the shit? Okay, weißt du was? Weißt du was? Oder doch nicht? Hello. Oh, ich hatte einen Laberschock. Oder habe ich ihn gerade gezogen? Greetings. Ich überlege noch, Mann. Das ist ein Flamestrike, ne? Wir gehen natürlich Faces to Place. Der 4-7er ist uns erstmal egal. Weil er ist mit dem Board gezwungen, was zu machen, wenn er jetzt selbst einen Flamestrike spielt. Boah, war shit! Warte mal! Flamestrike ist doch jetzt hier plus one Cell Damage, nein! Okay, dann ist Flamestrike jetzt natürlich mit das Beste, was er machen kann. Oh! Es ist kein Flamestrike. Er geht Face? Er geht Face? Nochmal Face! Okay, das wirst du eventuell bereuen. Ich weiß, je nachdem, wie viel das jetzt heilt. Je nachdem, wie viel das jetzt heilt. Und dann haben wir noch 5 Mana über. Das ist natürlich Flame. Das ist natürlich. Oh, komm schon, bitte, bitte, nein! Oh, mit 1 gegen 2 verloren, Alter. Fuck you! Okay, I'm sorry. Okay. Taunt raus. Und ich würde... Ich meine, wir könnten den Earthshock darauf für aufballern, dass wir den jetzt, dass wir da jetzt drauf gehen. Aber komm, wir gehen in Face. Er hat jetzt keine Karte. Er hat keine Karte. Was soll er denn machen? Was soll er denn jetzt machen? Was soll er? Soll er jetzt okay, ein Secret. Ist das wieder? Ist das wieder ein Ice Barrier oder so ein Schissel? Er geht nicht auf den Taunt. Was ist denn da los? Habe ich eigentlich nur eine Healing Wave drin? Das ist ja eine sehr, sehr interessante Frage. Ich will mal 9 plus 3 ist 12. 17. 17, 19, 22. Also ein Off. Beziehungsweise, wenn das der Ice Barrier ist, ist das natürlich. Ist das natürlich so eine Sache. Ich würde ihn gerne loswerden, aber wir machen das anders. Oh shit! Ich bin ja ein Voller! Ich wollte doch erst testen! Oh, ich bin so dumm, ne? Okay, wir gehen trotzdem. Oh Gott. Oh Gott, das war so ein typisch Fisch-Moment. Und habe ich mich eigentlich verrechnet? 5? 7? 10. Nee, wir wären ein Off gewesen. Ich meine, wir gewinnen jetzt wahrscheinlich trotzdem, aber ich wollte doch erst testen. Ich wollte doch erst testen, ob es Ice Barrier ist. Da hätte ich jetzt natürlich nicht unbedingt eine Isera gespielt. Oh, shit. Okay, alles gut. Es ist alles gut. Es ist eine goldene Isera, krass. Ja, du kannst dich ruhig selber abschießen. Du bist tot. Ja, der Isera-Fehler war natürlich... Der war natürlich hart. Der war hart. Alter Schwede. Aber wir haben gewonnen. Was natürlich wiederum nicht unbedingt zeigt, dass das Deck irgendwie gut ist, aber... Aber wir steigen auf. So kann man es sehen. Man kann es so sehen. Wir steigen auf. So gut.
Weiter geht's, weiter geht's. Der heißt ganz langweilig, ne? Der heißt Dragon Shaman. Oder? Irgendwie sowas. Dragon Shaman. Das ist irgendwie voll langweilig. Ich finde Bahnhof Zoo beim Zoolog irgendwie voll witzig. Und andere Namen waren ja auch ein bisschen lustig. Aber der Name ist, das ist halt nicht sehr, es ist nicht sehr kreativ. Es ist nicht sehr kreativ. Ich gebe es zu. Aber manchmal muss man das auch mal machen. Healing Wave. Wäre eine zweite vielleicht gar nicht so schlecht, aber auch eigentlich schon. Ich würde gerne alles wegpacken. Ich bin mir ganz sicher, dass wir was viel, viel Besseres kriegen. Das ist nicht viel, viel besser. Ich bin aber sicher, dass wir jetzt die On-Curve-Karten direkt immer on the fly auf the Hand kriegen. Warte ab. Da guckt euch was. Diese pink Karten schon wieder, ne? Es ist nicht meins. Es ist nicht jedermanns Sache. Hello. Die sind alle so nett hier. Es ist ein Mac-Mage. Es ist sehr wahrscheinlich ein Mac-Mage und ich kann im Moment mit diesen Karten kann ich nicht so viel machen. Es ärgert mich auch, aber er hat auch keinen Mac. Das ist sehr gut. Oder jedenfalls keinen billig genug Mac. Allerdings haben wir wiederum kein fucking Dragon, sodass sich das lohnt. Aber wir müssen es trotzdem spielen, weil wir sonst nichts haben. This is a problem in the today society. Wir hätten auch Lavashock spielen können. Wäre das vielleicht besser gewesen? Oh, das könnte sein. Nee, wir können jetzt nochmal Lavashock spielen. Wobei... Ich glaube, wir machen das so. Wir nehmen hier Tempo raus. Beim Gegner. Haben ganz okayes Board. Nur bloß kein Follow-up. Man könnte hier Lava schocken. Aber so richtig geil ist anders, ne? Crackle wäre eine Möglichkeit, die wir jetzt auch angehen. Schwing! Oh! Schade. Es wäre auch zu schön gewesen. Der Mana-Wurm. Und der Shredder. Jetzt haben wir den Dragon. Was uns aber insoweit nichts bringt, als dass der hier, da haben wir noch zu wenig Mana. Wieso habe ich eigentlich... Achso. Schon gut. Wie gehen wir jetzt mit diesen Umständen um? Den erst nächste Runde spielen, dann würden wir das hier spielen, haben wir noch drei. Freeze Minion brauchen wir noch für was anderes. Da bin ich mir fast sicher. Hier haben wir Tempo rausgedaubt. Oh, da kommt der zweite Schredder. Oh, oh. Oh, shit. Okay. Okay, hier kann man tatsächlich jetzt mal einen Blackwing Raptor spielen. Gucken, was da rauskommt. Ich hoffe, nichts Böses. Oh, shit. Okay, das ist nicht cool. Wir gucken weiter. Fireball, nicht cool. Ja, wir kommen hier in die Scheißerei. Es ist ein Problem, was sich hier zurzeit darstellt. Das muss man so sagen. Wir können hier Sachen machen. Wenn wir das Ding spielen, können wir noch einen Totem dazu spielen, beziehungsweise Lavashock. Nee, Lavashock macht hier keinen Sinn. Ah, es ist nicht so leicht. Wir machen den kaputt. Ich meine, noch ist nicht alles verloren, aber gut sah schon mal besser aus.
Okay, shit. Okay, da kann Lava Burst drauf. Und wir können auch einen Lavaschock raushauen. Wobei, Lavaschock ist hier natürlich in der Situation sehr äußerst ungünstig. Und der 4-4er ist jetzt auch ein Arsch. Oh Gott, okay, ich glaube, das war's. Wir müssten quasi einen Twilight Garden spielen, hätten da aber gar keinen Taunt drauf, sehe ich gerade. Das heißt, das bringt auch gar nichts, den zu spielen. Lavaschock hier drauf. Buff den hier. Und die hätten dann 7, 8, 9 und 10 mit der Heldenkraft. Das ist also schon mehr oder weniger vorbei. Lavaschock auf den plus Double Lava. Achso, was habe ich gesagt? Lava Burst auf den plus Double Lavaschock auf den vielleicht. Würde das Sachen machen? Wir haben 5, 6, 7. Und das hier zum Einfrieren. Oh Gott. Ich glaube, das ist the way to go. Obwohl das richtig scheiße ist. So was. Das ist uncool. Man kann das genau so, kann man das sagen. Healing Wave wäre super. Bräuchten wir aber jetzt wahrscheinlich zweimal. Jetzt kommt der Archmage auch noch raus. Und ich habe Hex schon rausgeballert. Ich glaube, ich habe nur einen Hex drin. I'm sorry. Ja, jetzt hat er seinen Feuerkack. Ist natürlich jetzt Ende. Mehr oder weniger, ne? Denn jetzt können wir nur noch, ich meine, selbst wenn wir jetzt noch Karten ziehen, dann haben wir nur noch 7 Mana. Ich wüsste nicht, was wir damit machen sollen. Er hat seinen komischen Flamekack und wir kommen an den Doppeltaunts jetzt nicht vorbei. Wir könnten auch einen Taunts ziehen. Der Taunt rettet uns nicht, ne? Der Taunt hier, rettet er uns? Nö. Wir spielen trotzdem Sachen. Oh, hier noch ein Taunt vielleicht. Hier wäre noch ein Taunt. Okay. Ja, schön gespielt. Hier sehen wir tatsächlich gegen einen Magmage. Gibt's aber Probleme. Ich weiß nicht, wo da vielleicht mögliche Missplays von mir waren. Das kann natürlich sein, dass ich da verkackt habe. Aber ich glaube, es war auch einfach die Anfangshand. Die Anfangshand war völlig für den Arsch. Und ich weiß es nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, ihr werdet mir das schon darunter schreiben in die Kommentare. Oder? Wird das nicht so sein? Wird ja wahrscheinlich so sein, oder? Auf jeden Fall freue ich mich auf die nächste Folge, wo wir weiterhin den Dragon-Schaman ausprobieren und vielleicht noch ein bisschen Spaß haben, vielleicht noch ein bisschen mehr aufsteigen. Ich würde mich freuen, das war euer Fischkopf. Bis dann und tschüss!